Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Transport FIFA. Wir starten da direkt mit dem Speedbuild von dem Schönbau, von dem kleinen Projekt, was wir in der letzten Episode gebaut haben. Und so wahnsinnig viel Schönbau wird es nicht. Also beziehungsweise, ich habe gar nicht mal so unglaublich viel gemacht, nachdem die Anlage da auch nicht allzu groß ist. Aber es hat dann doch effektiv eine Stunde gedauert, bis dann fertig war. Und das habe ich jetzt für euch mal zusammengekürzt auf ungefähr 15 Minuten. Und vertone es halt, damit ihr das wisst, was ich da eigentlich mache. Am Anfang natürlich wieder ein Haufen Bäume. Sieht alles viel besser aus, wenn man ein bisschen Wald hat und es einfach so leer ist. Das macht wirklich viel. Also da seid ihr nicht sparsam mit den ganzen Bäumen oder sonstigen Objekten. Einfach hinklatschen, denn Leere ist doof. Und lasst die Sachen auch ein bisschen schmutzig aussehen, also im Sinne von Müll, so wie ich es ja auch immer wieder mache. Ja, für unser kleines Stellenwerk braucht man natürlich die passende Straße, beziehungsweise einen kleinen Gehweg. Ich habe mich dafür Straße entschieden, also für einen Fußweg entschieden und keine echte Straße. Da sollen hier keine Autos reinfahren, sondern die sollen hier zu Fuß reingehen. Sport tut gut. Und das dann ein bisschen schön gemacht. Und die Straße hier, die fand ich halt richtig schön. Ich habe mich da ein bisschen nach ganz vorne gezogen. Und hier gibt es dann eine kleine Kurve und dann gibt es hier den Anschluss auf die Hauptstraße. Die wird dann später übrigens noch ersetzt. Und hier hinten gehen wir noch ein bisschen weiter. Dass man dann sagen könnte, da gibt es vielleicht eine kleine Abstellung oder so etwas. Ja, dann links von dem Stellwerk wird dann noch ein kleiner Gleisübergang hinkommen. Dass man hier auf der Seite kommen kann. Und jetzt fange ich an mit dem ganzen Kleinscheiß. Wo ich mir überlege, okay, wo können wir hier was hinbauen. Und da gehe ich nach dem gleichen Prinzip wieder vor. Von vorne nach hinten, ganz bei der ganzen Asset-Sammlung. Und schau, was so passt. Hier ist eine kleine Trafostation für die ganze Oberleitung. Dann habe ich mir gedacht, so ein kleines Geländer für die Abstellung wird noch passen. Wobei da habe ich, bei dem war es so komisch, dass er da komplett in das Gleis rein versenken wollte und nicht parallel zum Gleis bauen wollte. Hätte ich noch ein bisschen rumspielen können, aber wollte es dann auch nicht. Es gibt auch von der SNCF das große Umspannwerk, auch mit der Oberleitung. Was heißt mit der Oberleitung? Mit der Hochspannungsleitung. Das könnte ich auch nochmal irgendwo platzieren. Da muss ich aber schauen, wo ich dann mit der Hochspannungsleitung hingehe. Idealerweise natürlich irgendwie zu einem Kraftwerk. Ja, kleines Bauernhäuschen. Ich dachte, da sitzt vielleicht irgendwie die Verwaltung drin. Vorne und hinten angeschlossen. Und es wird dann auch noch zugestellt mit Details. Ich muss sagen, Schönbau finde ich total entspannend. Da bin ich gerne mal für mich. Lass mir da Zeit, schaue ich, wo irgendwo was hinbauen kann. Lass nebenbei noch ein bisschen Musik laufen oder schau mal auf YouTube irgendwas an. Aber das, also wenn ich mich entspannen will, dann mache ich wirklich ein bisschen Schönbau. Das ist so meine Art, ein bisschen zum Abschalten. Da könnte ich eigentlich nicht genügend Assets haben. Ich muss auch mal bei transportfifa.net mal durchschauen, ob ich da nicht noch ein paar mehr Assets finde, die ich vielleicht übersehen habe. Wobei, ich bin jetzt kein so ein Fan, die ganzen Mods von transportfifa.net runterzuladen. Ich habe sie gern im Workshop, damit sie dann auch immer aktuell sind. Und ganz ehrlich, ich kann es nicht ganz so nachvollziehen, warum die Leute das unbedingt auf transportfifa.net oder auf ihrer eigenen Homepage hochladen müssen, anstatt dass sie den Workshop nutzen, der eigentlich genau für das da ist. Also geht mir nicht so ganz ein. Oder vermutlich hat es irgendwas zu tun mit dieser Steam-Klausel, vielleicht irgendwie mit Rechten, bla bla bla. Das gleiche auch wie bei TS Classic und Co. Aber ich finde es einfach viel praktischer, wenn es mal ein Workshop ist. Gerade wenn man dann irgendwelche Sachen hochlädt, ist es halt ein bisschen einfacher, wenn man dann die Mods verknüpft. Dann sagt man, okay, das brauchst du alles, dann alles abonnieren und fertig ist. Als würde es dann manuell das transportfever.net runterzuladen. Vor allem, du musst ja dann auch regelmäßig noch schauen, ob die Sachen aktuell sind. Und jetzt zum Beispiel mit der neuen Beta von Transport FIFA funktioniert bei einem Haufen Mods nicht. Also die 500-600, was ich jetzt da aktiv habe, habe ich versucht, das in der neuen Beta zu starten. Und das ging erstmal gar nicht. Also Spielstand kann ich nicht laden mit den ganzen Mods. Und ja, ich glaube, da werde ich noch lange warten, bis ich die neue Version spiele. Weil ich will jetzt da nicht auf Debug-Suche gehen, welcher Mod jetzt da irgendwie Probleme hat. Und dann wieder das neue Transport-FIFA-Punkt suchen. Ich vermisse auch ein bisschen den Mod-Manager, muss ich sagen. Den es bei Transport-FIFA 1 gegeben hat. Der hat dir nämlich noch gesagt, ob du aktuell bist oder nicht. Man sieht auch hier ganz gut, was die kleinen Sachen einfach schon für einen Effekt haben in der Summe. Jetzt halt einfach nicht so leer. Also ich meine, Mülleimer da, Bänke da, ein Fass da.
kleines Auto vielleicht da, also ein bisschen die Holzscheite zum Einheizen irgendwo hinstellen. Dann wirkt das Ganze einfach gleich viel lebendiger. Den Turm fand ich auch ziemlich geil. Vielleicht war da ja, wenn man sich denkt, irgendwie mal ein Wasserkran oder sowas und hat man den Turm hier hinbaut oder Ausblick oder Ruine von irgendwas Altem. Jetzt steht es einfach noch da, weil es schön aussieht. Man kann sich da immer die ganzen Sachen dazu denken. Und natürlich ein paar Leute hinklatschen, damit es ein bisschen belebt ist. Bei den Leuten hätte ich auch noch gern unterschiedliche Varianten. Das sind immer ein paar zu wenig, die ich hier habe. Vor allem Eisenbahner-Style hätte ich gern noch ein paar mehr. Da muss ich mal schauen, ob ich da was finde, weil ich glaube, das sind jetzt nur so vier oder fünf unterschiedliche Eisenbahner, die ich glaube, ich jetzt hier in der Sammlung drin habe. Muss ich mal schauen. Lässt sich bestimmt noch irgendwas finden. Und jetzt baue ich dann hier auch den Übergang, dass man hier auf die andere Seite kommt. Und da hatte ich mal Glück, dass es von der Ausrichtung her bei jedem Gleis passt hat. Ich hatte es ja bei der Madrid-Station, da hat es am Anfang passt und danach was versetzt. Ja, jetzt kommt es dann zu den ganzen Assets, die wir hier platzieren. Ich habe dann entschieden, dass ich da Schweizer Sachen hinstelle. Hat keinen bestimmten Grund, aber das sieht einfach mal schön aus. Also einen Triebwagen, der leider nicht mehr fährt. Schade eigentlich. Dann die moderne S-Bahn. Fährt nach wie vor so. Weil ich immer wieder zur Arbeit mit der. Und dann hinten noch ein paar Wagen abgestellt. Ich meine, eigentlich hätte man das viel länger ziehen können. Und vom Winkel ein bisschen korrigieren können. Aber jetzt ist, wie es ist. Ich will es jetzt nicht nochmal umbauen. Und muss ja nicht alles perfekt ausgerichtet sein. Dann ist hier immer ein bisschen lebendig. Also was ihr seht, da kann man sich dann überlegen, dass hier so die S-Bahn halt hier abgestellt ist und fährt dann hier zum Dienst raus und wieder rein. Aber das ist einfach nur so ein kleines Mini-Depot. Zäune dürfen auch nicht fehlen, machen auch sehr viel aus im schönen Bau. Sieht eigentlich immer ganz gut aus, wenn da ein Zaun ist. Und dient natürlich auch zur Sicherheit, dass sie halt nicht hier auf das Gleis rausgehen. Wobei hier haben wir die Bahner, aber auch Bahner sind verpeilt. Und vor allem, wenn dann so Leute unterwegs sind wie ich, die extrem verpeilt sind. Schaut jetzt nicht. Da natürlich Platz lassen für den Bahnübergang. Und dann habe ich jetzt hier die ganzen Geschwindigkeitstafeln noch hingebaut. Wobei so viel sind sie eh gar nicht. 160 da hinten und was habe ich hier? 120 bei der Einfahrt. Das ist eigentlich eh recht schnell. Und weiter ein bisschen Müll oder Bauzeugs einfach hinbauen. So Fernmeldekästen. Wobei, die sind vermutlich eh falsch platziert, aber ich finde es aber schön, wenn die dann irgendwo da so neben die Signale rumstehen. Das muss ja nicht komplett korrekt sein. Beleuchtung, wenn man da nachts ein bisschen Licht hat. Die alten BBÖ-Dinger. Ich brauche immer noch die Lichter von der ÖBB. Die muss ich den Mod wieder raussuchen. Ich habe den irgendwie nicht gefunden, aber ich weiß, dass ich ihn habe. Er ist einfach noch nicht aktiviert. Als nächstes werde ich dann gleich mal hier die Bodentexturen austauschen. Denn alles grün ist irgendwie unrealistisch, also es wird irgendwie sandig sein oder man hat hier Betonboden etc. Also einmal hier drüber mit Pinsel, so ein bisschen um die Umgebung. Das macht gleich viel aus, wenn man das hier mit dem Gras hier austauscht, finde ich zumindest. Das gleiche dann auch noch im Gleisbereich, dass hier nicht alles grün ist. Also gerade wenn die Dampfloks hier fahren, das wäre hier sicherlich nicht lang grün. Und dann hier wieder die ganzen Assets entfernen. In die Straße. Wobei, da habe ich jetzt schon ein paar Mal den Fehler gehabt, dass ich zuerst mal meine Schwimmbau-Assets hinpflanzt habe und dann wollte ich das ganze Grünzeug wegmachen und dann habe ich natürlich meine Assets wieder damit gelöscht. Habe ich wieder neu machen müssen. Ich muss mir das echt angewöhnen, dass ich zuerst die Straßen frei mache und dann Schwimmbau-Assets. Ja, haben halt die Stelle. Klein, aber fein. Ich denke, die passt hier ganz gut rein. Schön ausrichten. Meine Stadt ist jetzt auch nicht die größte. Ja, passt. Und hier natürlich wieder alles flach machen. Das Blöde war bei der Straße hier, ihr habt die nicht ganz gleich breit gekriegt, wie hier die Station ist. Also die sind ein kleinen Tick breiter. Da hätte ich es irgendwie schön gefunden, wenn das halt genau der passende Übergang ist. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt irgendwie noch halbwegs das anschließen und schon mal ein bisschen vorbauen für die KI. Dass sie da diese Gebäude eben dann reinziehen. Ich hoffe, das wird dann hier noch voll, aber ich gehe mal davon aus, wenn hier der Verkehr erstmal läuft und wir auch die Güter angeschlossen haben, dann wird vermutlich die KI da von der Stadt her Richtung Bahnhof wachsen und dann sollte es hier voll sein.
Wird aber vermutlich ein paar Spieljahre dauern, bis dann soweit ist. So, als nächstes werde ich hier noch den Zaun ziehen vom Bahnhof ein bisschen nach hinten, dass da auch keiner hier auf die Schienen rausläuft. Und werde da nochmal ein bisschen Asset bereinigen. Da hat es noch ein, zwei Büsche hier auf den Schienen. Die müssen da weg. Zum Beispiel da rechts, da unten der. Und dann geht es darum, wie man den Bereich neben dem Bahnhof bis zu dieser kleinen Abstellung ein bisschen dekoriert. Ich werde es da gleich sehen, ich habe nicht wahnsinnig viel gemacht, weil ich wollte es nicht hier so grün lassen. Ich wollte da irgendwo was drin haben und habe jetzt hier so ein passendes Haus gesucht. Industriegebäude wären noch irgendwie geil gewesen, aber die haben diese Ladeplattformen dran. Das passt irgendwie nicht ganz, aber ich habe dann doch ein Häuschen gefunden, und zwar das hier. Das sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus und füllt so ein bisschen den Platz. Theoretisch könnte man zwischen dem Bahnhofshauptgebäude und diesem Gebäude noch so einen kleinen Markt reinbauen, wie ich ihn ja schon in der zweiten Stadt gebaut habe. Vielleicht mache ich da noch sowas mit kleinen Ständen und tue da noch ein paar Leute rein, bis das hier belebt ist. Das habe ich aber in der Episode noch nicht fertig gebaut. So, dafür erstmal hier mit Bäumen, bzw. Apfelbäumen, da so ein bisschen zumachen. Dann sieht es erstmal nicht so leer aus als Platzhalter. Und natürlich da auf der linken Seite. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht über die nächste Staffel. Ich meine, die Staffel wird noch ein bisschen gehen, klar. Wir haben noch die drei Städte da oben und Güter haben wir ja auch noch zu machen. Aber für die nächste Staffel, glaube ich, gehen wir so ein bisschen in die Moderne. Ich will jetzt nicht ganz modern gehen, aber ich denke mal so irgendwas mit den 80er, 90er, dass wir in den Zeitraum irgendwo bauen. Auch wieder europäisch gemischt. Das wäre vielleicht ganz interessant, dass wir hier nicht immer mit dem alten Zeugs rumfahren, sondern mit halbwegs modernen Zeugs. Und irgendwann natürlich auch mal ganz modern. Aber da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon halten würdet, wenn die nächste Staffel dann irgendwo in den 80er, 90ern spielt. Und ich glaube, wir gehen dann mal wieder bergig. Dass wir hier richtig schöne Bergbahnen oder sowas machen können. Ich habe auch gesehen, im Workshop gibt es jetzt eine geile Schweizer Map nach realem Vorbild. Die Karte ist aber größenwahnsinnig groß. Das ist die Frage, wenn das mit der Performance wird, wir werden es aber zumindest mal anschauen und mal gucken, ob das vielleicht dann die Map wird für die nächste Staffel. Ja, vom Schienenbau sind wir jetzt dann fast fertig. Ich mache jetzt gerade den Straßenanschluss hier noch, damit ihr hier nicht meckert, damit ihr da wieder schön hinfahren könnt zu der Stadt. Und dann gehen wir über in die Detailansicht. So, damit wäre der Speedbuild eigentlich soweit fertig. Hat jetzt nicht allzu lang gedauert, aber ich denke mal, mit dem Outcome sieht es eigentlich ganz schön aus. Ich meine, die Stadt wird hoffentlich hier noch ein bisschen reinwachsen, dass es hier dann voll ist. Also spätestens, wenn wir dann hier dann auch Güter hinbringen, glaube ich, sollte es dann mal Gas geben. Und ich muss sagen, dieses Tramdepot hier, das sieht richtig schön aus. Finde ich wesentlich besser als für das Standard-Tram-Depot. Schade, dass man hier nicht auswählen kann, was für Fahrzeuge hier drin stehen. Aber das passt. Cool. Ja, da fahren dann die Wiener Straßenbahn hier entlang. Hier könnte man noch ein bisschen mehr Deko reinmachen, aber mir ist jetzt nicht so eingefallen, was ich da sonst noch so reinmachen kann. Sagen wir hier noch, das ist ein Gebäude da. Ist es mal okay. Und dann natürlich hier hinten unsere Abstellung. Ist ein bisschen klein und halt mit Schweizer Material jetzt hier ausgestattet. Man könnte es größer machen. Ich denke, wir brauchen noch irgendwo so eine Wageninstandhaltungsanlage, die wir irgendwo auf der Strecke platzieren. Ich weiß noch nicht, wo wir das machen, aber die will ich dann recht groß dann machen. Aber auch elektrisch. Generell, hier wird es dann richtig spaßig mit unseren Elektroloks. Da ist die Frage, wo wir hier das zentrale Depot bzw. Instandhaltungswerk hinbasteln. Wir haben ja hier die Strecke nach Shenyang nach oben rauf. Dann werden wir hier noch eine Verbindung machen und hier nach rechts geht es ja auch rauf. Also eventuell machen wir das irgendwo hier dann, dass wir hier so ein riesiges Werk hinbasteln mit, keine Ahnung, mindestens 500 Meter oder sowas. Ja, Zuglinien fahren hier auch schon zwei. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Die fahren momentan noch aufs gleiche Gleis. Gut, dass ich das jetzt gerade sehe. Finde ich irgendwie nicht so geil.
Gern 1 auf die 3, wenn es geht. Ja, besser. Und ein Zug müsste gerade auf dem Weg sein, oder ist er ja schon? Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Der kommt aus dem Madrid-Bahnhof. Die 44. Oh, schaut euch mal diese Schönheit an. ...44001. Und weil es mir gerade in Sinn kommt, wir bräuchten... Warum hast denn du zu stark abgebremst? Wir bräuchten auf der Seite noch einen Platz, wo die Lok umsetzen kann. Hier kann es ja auch. Weil ich überlege gerade mal, die fährt dann hier rein. Okay, hier bei das Rangiersignal. Fehlt eigentlich hier noch eins. Ja, hinten mit Gepäckwagen. Zweite oder dritte Klasse. Insgesamt Kapazität von 76. Das reicht erstmal. Und weg fährt er. Und die andere S-Bahn, die habe ich verlängert. Die müsste eigentlich auch auf dem Weg sein. Mal schauen, wo sie ist. Da ist sie. Ist auch schon mit 81 Personen unterwegs. Also läuft. Cool. Ja, dann haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen mehr Verkehr. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Mal gucken, hätte da gerne noch Intercity. Also hier will ich wirklich Vollverkehr haben, damit hier ein bisschen was los ist. Neben hier den Schattenfahrten und natürlich noch irgendwie Güterverkehr hier rein. Das so als nächster Task. Oder soll man die Güter hier zuerst anschließen? Mit dem Brot. Wie habe ich mir das gedacht gehabt? Eventuell von da nach da hier so rein, als kleine Nebenbahn. Es wäre noch eine Option gewesen, dass wir hier bei der Industrie weitermachen, aber ich glaube, wir könnten auch von hier unten eine Bahn nach da oben machen. Oder den Anschluss hier unten rein. Und dann von da oben nach da unten, wobei hier wird es ein bisschen schwierig, nachdem wir hier das Depot haben. Und dann müsst ihr hier einmal so drüber. Und dann irgendwie wieder raus. Dann müsste der Bahnhof irgendwie so stehen und... Aber dann wird man das bestehende Gleisnetz nutzen. Macht das Sinn? Und vor allem, wenn ich jetzt hier den Bahnhof baue, wie komme ich denn... Dann komme ich hier nur wieder ganz schwer rein. Außer wir machen den Anschluss hier auf das äußerste Gleis irgendwie. Schwierig. Wäre es fast irgendwie geiler, wenn hier eine eigene Bahn fährt. Schmalspurspahn, ja, das war ein bisschen zu langsam. Man könnte es hier elektrisch machen und dann hier mit Dampf weiter hier rein. Oder Diesel. Dass das wie so eine Pionierbahn ist, von da nach da. Ich meine, den Anschluss an die Hauptstrecke könnte man ja machen. Heißt ja noch lange nicht, dass wir es nutzen müssen, aber Hauptsache sie wäre dann da. Und dann geht es aber hier eigentlich elektrisch weiter. Nach da und dann Brot hier rein. Warum eigentlich nicht? Und dann können die jetzt erstmal hier fahren. Dann lassen wir erstmal Jakarta liegen. Und machen den Anschluss für hier unten. Also, dass hier Brot hier hinkommt. Was brauchst du? Momentan sind es 109. Das wird dann recht schnell nach oben gehen. Schätzen wir es auf die 800 bis 1000. Dann brauchen wir hier noch einen zweiten Bauernhof. Ja, dann machen wir hier die zweite Güterlinie, aber elektrisch. Und fahren dann hier irgendwie schlau wieder rein. Das heißt, hier braucht man einen größeren Bahnhof. Alles klar. Ja, gut. Das erstmal für diese Episode. Ich weiß, die war jetzt nicht allzu lang. In der nächsten Episode werden wir hier den Güteranschluss machen. Und fahren dann da elektrisch und machen dann einen schönen Bau. Und ich lasse erstmal das hier oben so, wie es ist.
Ja, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Dann war jetzt nicht die längste, dafür wird die nächste dann wieder länger, wenn wir hier das Bauprojekt dann angehen. Und dann habe ich da noch ein kleines Special für euch vorbereitet. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Also, bis denn dann und ich wünsche euch was. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.